Vader, wir sind bei der Ankunft in einen Hinterhalt geraten, aber ich habe die... Euer Versagen interessiert mich nicht, Commander. Ich bin auf einer eigenen Mission hier.
dunkler Lord! Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen, Jedi. Kehrt um! Stärkeren in der Nähe. Wo ist euer Meister? Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Ein Sohn. Lauf! Lord Vader! Komm mit. Es werden bald mehr hier sein. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist dein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter. Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht ihr, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi? Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Ein exzellentes Duell. Proxy. Ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen. Locke mich nicht so bald in... Proxy. Ah, ja. Der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff imperiale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein.
Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Das tue ich nicht. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Nar Shaddaa springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher. Sie gibt mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nar Shaddaa eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladungen auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Eclipse und Starkiller, ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann. Captain Eclipse, Ende. Schotttür sichern! Mir wird angezeigt, dass die Hangarschotttür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Feuer! Aufpassung! Rufstoffe verstärken! Ich bin nicht sauer!
Eclipse an Starkiller, ich bin ins Kommunikationsnetz der Einrichtung eingedrungen. Imperialen Berichten nachzuurteilen, hat General Kota bereits die Kommandobrücke mehrere Ebenen über euch eingenommen. Ich versuche, euch zu ihm zu führen. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Es ist soweit. Kota ist direkt über euch. Ich bin bereit. Oh. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Hat Vader dich gar nichts gelehrt? Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Thank you.
leuchte ich zu Vader komme, dann soll es so sein. Leg dein Lichtschwert weg, Junge. Verdammter Sith-Dreck! Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur mich. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castantaratus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Hier gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrotttempel erreichen können. Viel Glück! Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebskern zu gelangen. Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Thank you.
Seltsam. Die Scanner empfangen keine Energiesignaturen von diesen Droiden. Es ist, als würden sie angetrieben von... der Macht. Dann Paratus, endlich. Keine Angst, Meister. Ich schütze euch gegen den Sith. Der Tempel. Ihr zerstört unseren geliebten Tempel. Unser wunderschöner Tempel, nein! Ich werde den Rat der Jedi verteidigen! Wieder versagt. Juno, ich bin fertig. Paratus ist tot, mein Meister. Dann bleibt nur eine Prüfung. Ich bin schon bereit. Nein. Du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Thank you.
Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lasst mich kämpfen! Nein, ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Ich verfolge euch. Direkt vor euch müsste ein hohler Pilzturm liegen. Durch den müsst ihr durch. Einheimische nähern sich. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Die Filuschianer sind organisierter und mächtiger, als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Dahinter steckt ein Jedi. Starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Master, die Scanner zeigen Kreaturen an. Sehr große Kreaturen. In ihrer Nähe. Ja, das habe ich bemerkt. Schon in Sicht? Sie ist nahe, sehr nahe. Ich spüre ihre Anwesenheit. Vaders Attentäter. Willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit, dem Schicksal zu begegnen? Ergib dich, Attentäter.
zu stark für dich, Kind. Verlasse diesen Ort. Für das, was aus dir geworden ist? Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, sie werden bald ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn. Oder ich zerstöre euch beide. Meister! Wir besiegen ihn zusammen! Tut es jetzt, Lord Vader.
Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Ihr wart mein Tod! Nein, der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy? Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Master, ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. Defunktion des Bodeneindämmungsfeldes im Sektor 10. Alle Trupps in der Nähe werden zur Kontrolle beordert. Check dieses Geräusch. Ich glaube, Lord Vader wird in einem Sonne gefallen. Versuch auf dem Fall,
Universum. Vader sagte, ihr wärt tot. Doch ihr seid zurück. Ich wurde als Verräterin geächtet. Das ist mir egal. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich verlasse das Imperium. Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist. Hau ab!
Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen, und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen, und zwar sofort. Schon unterwegs. Ich habe hier ein Problem. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Wonach suche ich hier eigentlich, General? Wenn du es siehst, wirst du es schon merken.
Dakota. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Thank you.
Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt er Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookiees hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Wahrscheinlich nicht. Also gut. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Juno, ich brauche hier ein wenig Hilfe. Einen Augenblick. Proxy greift gerade auf die Baupläne zu. Master, wenn Sie diesen Fangstrahl stören könnten, könnte die resultierende Schockwelle ausreichen, um die Himmelsplattform zu zerstören. Ich würde mit der Zerstörung der Verankerung beginnen. Ich sollte Sie jedoch warnen. Es wird wüst. Tja, was für eine Überraschung. Ein Jedi. Ich wollte schon immer einen von eurer Sorte jagen. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann! Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich... Und er suchte einen anderen Jedi, Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa.
Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst nicht. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Juno, seht ihr das? Ja, ich sehe das. Wieso in aller Welt würde das Imperium so etwas machen? Sie brauchen keinen Grund. Aber ich wette, sie verfolgen die letzten verbliebenen Felucianer. Master, den imperialen Plänen zufolge wird der zentrale Lift von Generatoren auf den einzelnen Kranplattformen gesteuert. Fahren Sie die Generatoren hoch, dann sollte er funktionieren. Großartig. Juno, könnt ihr mich hören? Ihr müsst mich vom unteren Trakt fernhalten. Das ist sehr gefährlich. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören?
Seid ihr noch da? Wiederhole, versteht ihr mich? Ich bin hier, Juno. Oh, ist alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Gut, euer Signal ist wieder stark. Doch ich empfange mehr Lebenszeichen, die auf euch zukommen. Irgendein Zeichen von Senator Organa? Noch nicht, aber erst in der Nähe. Ich spüre es. Senator Organa? Meister Kota schickt mich, um euch zu retten. Ich wusste, er bleibt im Kampf nicht lange fern. Doch ich dachte, er wäre wütend, dass ich nicht auf ihn hörte. Ist er auch, aber er will euch wohl persönlich anschreien. Schnell. Shaktis Schülerin ist wahnsinnig. Der ganze Planet ist wahnsinnig. Wir sind nicht wahnsinnig. Wir haben nur die Kraft der dunklen Seite. Geht beiseite! Ich will euch nicht wehtun. Tut ihr nicht. Er lässt es nicht zu. Thank you.
Ihr sterben, Jedi. Als ihr diesen Ort betreten habt, wusstet ihr ja, dass ihr hier sterben werdet. Schön, ihr gewinnt. Der Senator gehört euch. Ihr müsst mich nicht vernichten. Die dunkle Seite versklavt euch. Ich täte der Galaxis einen Gefallen. Ich kann nichts dafür. Shakti ließ mich hier zurück. Dieser Planet ist böse. Er hat mich verdorben. Aber ihr könnt mich retten. Lasst mich einfach nur weg von hier. Lasst mich gehen. Ich kehre von der dunklen Seite ab. Diese... Sie erinnert mich an einen anderen jungen Jedi, der uns verraten hat. Ihr hättet sie nicht freilassen sollen. Glaubt ihr wirklich, sie ist frei? Das, was sie getan hat, bleibt ihr in Erinnerung. Für immer. Offene Rebellion ist zu gefährlich, Meister Kota. Ich schulde euch mein Leben, doch... Ihr schuldet mir gar nichts. Ich sagte schon in der Wolkenstadt, ich kann nicht helfen. Nicht, seit ich erblindet bin. Er ist der Held. Das ist seine Rebellion. Helft uns, weil er euch darum bittet. Ihr seid der Erste, der gegen das Imperium zur Tat schreitet. Doch wir sind nicht für einen Krieg bereit. Wir brauchen Waffen, Raumschiffe und Leute mit Mut zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele sich uns anschließen werden. Doch, einige kennt ihr sicher. Nun ja, es gibt noch Senatoren, die sich gegen das Imperium äußern. Aber sie zu überreden... Wir müssen zeigen, dass das Imperium verwundbar ist. Lasst mich darüber nachdenken. Ich werde schon ein Ziel finden. In der Zwischenzeit, Senator, versammelt eure Freunde. Wir brauchen jede Hilfe. Master, er ist hier. Bekamt ihr meine Nachricht? Ja, die Mission verläuft gut. Ich habe weitere für die Sache gewonnen, doch... Ich brauche euren Rat. Sie wollen einen Großangriff gegen das Imperium. Die Herrschaft des Imperators beruht auf Angst. Du musst ein Symbol dieser Angst zerstören. Das Imperium baut Sternzerstörer über Raxus Prime. Diese Werft ist dein nächstes Ziel. Danke. Lord Vader. Es herrscht viel Konflikt in dir. Deine Gefühle für deine neuen Freunde werden stärker. Vergiss nicht, dass du mir immer noch dienst. Ich bin nur ungern er. Ich glaube, er auch. Master! Juno. Ich wollte euch nur fragen, wohin ihr jetzt wollt. Aber es ist euch wohl schon gesagt worden. Juno, es ist nicht so, wie es aussieht. Doch, das ist es! Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Doch ihr bleibt sein... Sklave. Warum habt ihr Vader getrotzt und mich gerettet? Ich brauchte jemanden, der das Schiff fliegt. Aber das stimmt doch nicht. Dass ich hier bin, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Schon bald entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, nicht euer Meister. Und wenn der Moment gekommen ist, denkt bitte daran, dass auch ich alles zurückließ, was ich je gekannt habe. Bitte, lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Thank you.
Mehr bekomme ich euch nicht heran. Wenn ihr einen Weg zur Aufbereitungsanlage gefunden habt, können wir die Erzkanone einsetzen, um die Werften direkt anzugreifen. Strahl sorgt dafür, dass die Kanone richtig ausgerichtet bleibt. Wenn ihr ihn stört, wird vielleicht das Angriffsmuster der Anlage beeinflusst. Des taktischen Computers ist es genau der richtige Zeitpunkt zum Angreifen. Ich bin sicher, dass ich endlich meine Programmierung erfülle. Lord Vader hat sie gut ausgebildet.
Abschalten, Proxy! In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Ein Modul kennen Sie noch nicht. Ein Feind, den ich mir lange aufrufe. Sternzerstörer kommt direkt auf mich zu, ich muss hier weg! Du kommst niemals rechtzeitig weg! Zieh ihn in die Kanone! Was? Ihr seid verrückt, er ist riesig! Du bist ein Jedi, Junge! Größe ist unwichtig! Greife mit der Macht nach dem Schiff oder stirb auf diesem Schrotthaufen! Wiederhole,
wurde das Raumschiff zerstört. Bitte komm. Junge! Ruhig, General. Ich bin noch hier. Gut. Gut. Wir sehen uns auf dem Schiff. Master? Proxy! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Aber seien Sie so freundlich und lassen Sie mich hier. Was redest du denn da? Die Schockwelle. Sie hat Teile meines Prozessors zerstört. Meine primäre Programmierung ist gelöscht. Ich bin nutzlos. Proxy, du bleibst nicht hier. Komm schon. Taten auf Raxis Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere mich. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt ohnmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mothma Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Proxy! Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen. Wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten. Nicht mit dir, nein. Ohne mich werdet ihr nie frei sein.
Sie sind fort. Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits, Raumschiffe, imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Nein! Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich Sie befreie, brauchen Sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Lebt wohl, Juno. Vorsichtig. Der Strahl befolgt einen regelmäßigen Zyklus. Geht in Deckung, wann immer er feuert. Imperialer Funkverkehr überlastet die Scanner. Sie verstärken alle Stellungen, um euch draußen zu halten. Sollen Sie es versuchen? Juno, wo bin ich? In einer Art Konvergenzfeld. Laut meinen Bauplänen sind 7 weitere davon um die Schüssel der Station herum angeordnet. Der Geschützkanal, in dem ihr wart, ist nur einer von 64, die alle zu einem einzigen riesigen Strahl zusammenlaufen. Unvorstellbar, was das Imperium damit anrichten könnte. Ihr müsst einen Weg auf die zentrale Plattform finden. Die Beobachtungskuppel des Imperators liegt dahinter.
Die Pläne zeigen Gravitonstrahlen in dieser Kammer an. Könnt ihr sie aktivieren? Feuer. Ich bin fast da. Ich spüre Vaders Nähe. Ja, die Beobachtungskuppel des Imperators sollte jenseits dieses Lifts liegen. Ich bin bereit. Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen, foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader, nehmt euch des Jungen an. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Du hast mir gute Dienste geleistet, aber das ist nun vorbei.
wie dein Vater. Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Er war schwach, gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Helft ihm! Verschätze nicht die Macht der dunklen Seite, Junge. Zu vernichten ist dir bestimmt. Tu es. Gib dich deinem Hass hin. Er ist besiegt. Lass gut sein. Das ist ein Trick. Er ist stärker als ihr ahnt. Er verdient den Tod für das, was er mir antat. Vielleicht. Doch wenn du ihn im Zorn niederstreckst, bist du genau dort, wo es anfing. Bringt Bale und die anderen hier raus. Ich bin gleich hinter euch. Geht! Schnell! Beschützt die Senatoren! Ist er jetzt mächtiger als je zuvor? Er sollte die Rebellen vernichten. Sein Opfer jedoch wird sie inspirieren. Aber jetzt kennen wir sie. Ich werde sie jagen und sie vernichten, wie ihr es schon immer gewünscht habt, mein Gebieter. Ihr müsst grausam sein, Lord Vader. Wenn auch nur ein Rebell überlebt, wird die Allianz, die wir versehentlich erschaffen haben, unser Untergang sein. Sind wir bereit, zu beenden, was er begann? Dann ist nun die Rebellenallianz geboren. Hier. Heute Nacht. Wir brauchen einen Banner für uns. Ein Symbol. Ein Symbol der Hoffnung. Jetzt ist er eins mit der Macht. Ihr wusstet immer, wer er war, oder? Ich habe es vermutet.
Warum halft ihr uns, nach allem, was wir getan hatten? Als er in der Bar zu mir kam, sah ich unter all den finsteren Gedanken einen hellen Fleck. Etwas Wunderschönes, an dem er bis zuletzt festhielt. Was? Euch.